Und einmal hier rum. Leuchteflügel, Leuchteflügel. Ignoriert mich einfach. Bin hier nur auf der Durchreise. So nach Rotmagie aus. Okay. Dann. Ah, ich habe dich schon erwartet, Abenteurerin. Du scheinst nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Also lass mich dich gerade herausfragen. Warum bei den Höhlenspielen näherst du uns nach? Bist du die Handlängerin eines Schleppers? Oder gar eine galeische Agentin? Wie auch immer. Glaub ja nicht, du könntest unsere Pläne durchkreuzen. Schnappt sie euch, Leute. Es ist übrigens das erste Mal, dass er Leute dann in den Tod schickt. Ah, nee, die hocken da nur. Ihr Südländer könnt überhaupt nicht verstehen, was wir fühlen. Was wir durchgemacht haben. Und ihr sucht das, und ihr versucht das nicht mal. Ihr solltet euch einfach schämen. Ja, ja, verspottet uns ruhig. Diesen Kampf magst du gewonnen haben. Doch der Krieg hat gerade erst begonnen. Wir werden nicht auf ewig in dieser finsteren, muffigen Höhle hausen. Unser Plan wird aufgehen. Du wirst schon sehen. Wir werden so mächtig, dass wir die Galear mit einem Schlag vernichten. Das hat dieses jämmerliche Dasein endlich ein Ende. Mhm. Ja, gerade mal was gucken. Das ist halt wirklich. Gut, weiß man gar nicht. Nee, Gyrbanien, ne? Ja doch, okay. Dann passt das ja mit den Südländern. Ich war gerade ein bisschen bei der Karte verkommen. Ich dachte gerade noch so, hä, Südländer? Aber nee, nee, dann passt das. Dann wird das Sache im Süden. Hier müssen wir rein. Bald müsste, glaube ich, auch diese Einzellinie kommen. Was sagst du? Verit hatte ich. Ach, diese törichten Kinder. Ich hätte ja befürchtet, dass sie etwas im Schilde führen. Aber dass sie sogar ihre Waffen gegen dich erheben. So schlimm ist es also schon gekommen. Ich muss mich bei dir dafür entschuldigen, die Gefahr nicht erkannt zu haben. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Jo. Okay. Ja. Ich frage mich, was Verit wohl meinte, als er dir erzählte, dass er und seine Freunde das galileische Kaiserreich vernichten wollen. Mein jugendlicher Enthusiasmus hin oder her. Es ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Gundobald. Oh, hi. Servus. Bertliana. Was ist denn mit dir passiert? Du überhaupt, wo hast du die letzten 3 Tage gesteckt? Ich war draußen auf der Suche nach Wüstennesseln für einen Tee, als ich von einem Trupp der Leichenbrigade aufgegriffen wurde. Sie haben mich in ihren Unterschlupf verschleppt und verspottet. Sie haben gemeint, wir sollten uns nicht wundern, dass es uns dreckig geht. Unser falscher Stolz sei es, der für unser Elend verantwortlich ist. Bedeutet das, dass wir nie wieder in unsere Heimat zurückkehren werden? Ist Alamigo auf ewig verloren? Das ist ungeheuerlich. Wärme dich an unserem Feuer, Bertliana.
Und lasse dir von Imlud etwas geben, das dich wieder zu Kräften bringen. Kräften bringt. Hast du sonst noch jemand von dem Vorfall erzählt? Nur Verit, den ich am Eingang getroffen habe. Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen, als er wieder von einer Terrormilbe gestochen, ja, wie von einer Terrormilbe gestochen, davongestürmt ist. So wütend war er. Oh, Ralga, hast du uns wirklich verlassen? Ich werde mich mit unserem Rat beratschlagen. Könntest du in der Siedlung nach unserem jungen Wilden sehen? Mich dünkt, dass sie bereits wieder etwas aushecken. Es tut mir leid, dich in diese Sache mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt ist äußerste Vorsicht geboten. Ach nee, das war das Suchen. Okay. Kriegen wir hin. Also ich hoffe, dass wir heute noch bis zum Nordwald wiederkommen. Eine Stunde bis eineinhalb haben wir immer noch. Ich weiß halt nicht, ob Hybrid um. Hier muss ich nicht hin. Um 16:30 Uhr oder um 17 Uhr schon wieder da ist. Davon würden wir das dann halt abhängig machen. Das Gerät. Wenn unser Plan aufgeht, werden wir unglaublich mächtig. Dann zahlen wir uns den Galeeren heim und alles wird wieder wie früher. Von alten gebrechlichen Greisen lassen wir uns bestimmt nichts vorschreiben. Ich werde ebenfalls aufbrechen. Wo war nochmal meine Karte? O Reiger, Gott der Zerstörung, Schutzpatron aller Migos, steh uns bei in unserem Kampf. Falls du uns aufhalten willst, Amthorin, kommst du leider zu spät. Die meisten meiner Freunde sind bereits aufgebrochen. Jetzt müssen wir nur noch seinen Plan in die Tat umsetzen. Wenn wir in den Besitz des Kristalls gelangen, kann uns niemand mehr aufhalten. Hui. Die arme Bertliana, mit diesem Lumpen der Leichenbrigade erniedrigt zu werden, würden dich jeden stolzen Megidenhaar zusetzen. Wir dürfen das nicht länger hinnehmen. Ich bin ganz einer Meinung mit Verit. Einige hier haben es mit der Angst zu tun bekommen, als sie hörten, mit wem wir es aufnehmen müssen. Aber es sind feige Narren. Wir müssen für unsere Freiheit kämpfen. Ich sollte versuchen, langsamer zu lesen. Den nicht so viele Pausen einlegen. Da ist noch ein Messer. Ich glaube, fast direkt hier nach kommt der jetzt die Einzelne. Oh. Na schauen. Gut, darüber werde ich mir heute noch keine Gedanken machen müssen, aber bis 49 machen wir dann. Danach müssen wir die Klassenquests immer machen. Ich glaube, bis dahin sollte das passen. Wir liegen ja eh einige Dinger da zurück. Was konntest du in Erfahrung bringen? Mir ist aufgefallen, dass einige der jungen Burschen nicht in der Siedlung waren. Sollten sie etwa. Jo, sollten sie. Ein Kurzschwert für die Jagd und eine Karte von Zandrak. Die Umgebung des Major-Lagers ist eingezeichnet. Die Narren werden es doch wohl nicht auf den Kristall der Echsen abgesehen haben. Welch törichtes Unterfangen. Die Amateur werden sie in Stücke reißen, bevor überhaupt jemand einen Fuß in das Lager setzen kann. Was ist nur in diese Jungen gefahren? Darf ich dich noch einmal um deine Hilfe bitten, Abenteurerin? Der Karte zufolge liegt ihr Sammelpunkt östlich von hier. Wenn wir uns beeilen, können wir das Schlimmste vielleicht noch verhindern. Die Richtung. Nee. Nicht diese Richtung. Die Richtung.
Okay, hier ist keiner davon bei. Schade. So, hallo Wilred. Die Leute zittern schon vor Angst. Nice. Wilred, mehr haben nicht überlebt? Nein. Nein, nein! Es ist noch nicht vorbei. Wir schnappen uns diesen Kristall und dann erleben die Gallia. Wilred! Betet und bringt den Kristall da. Dann wird Draeger euch seine Kräfte leihen, hat er gesagt. Also haben wir uns ins Lager der Amajar geschlichen, um den Kristall zu stehlen. Doch wir wurden sofort entdeckt. Riecht im Staub der Wüstungläubige. Für euren Frevel im Heiligtum des einzig wahren Gottes Ifrit werdet ihr mit euren Seelen zahlen. Hi. Peace, Bruder. Dummheit meiner Landsleute beschämt mich, doch der Preis, den du forderst, ist nicht rechtens. Unsere Seelen willst du haben? Die Seelen von Kriegern werden wir dir bieten. Junge Narren mögen es sein, doch die Zukunft unserer Nation ruht auf ihren Schultern. Wenn es gilt, für unsere Zukunft zu kämpfen, werden wir es gemeinsam tun. Yippie-gay! Da ist sogar Pikmin bei! Den brauchen wir. Den nehmen wir uns auch. So, den Pick nehmen wir jetzt erstens schnappen. Berit hat nur noch so wenig Leben. Die Sechsen sind erfahrene Krieger. Sie sind kein Gegner, den man leichtfertig erzürnen sollte. Vermutlich folgt schon bald eine zweite Angriffswelle. Wir sollten schon nach Klein Alamigo zurückkehren. So, warte doch. Wir müssen in den Besitz dieses Kristalls gelangen. Wenn ihr zwar uns beisteht, schaffen wir das bestimmt. Du hast doch gesehen, was mit denen passiert, die den Amajar in die Hände fallen, oder etwa nicht? Muss ich dir das traurige Schicksal derjenigen, die Ifrit gegenüberstanden, noch einmal in Erinnerung rufen? Die Legion der Unsterblichen spielt das Problem herunter. Doch das ändert nichts am Elend der Besessenen. Doch erzählst mir, dass du freiwillig einer von ihnen werden willst? Aber davon hat der maskierte Mann nichts gesagt. Er meinte nur, dass wir die Galea ohne Ralgas Beistand nie besiegen würden. Darüber können wir uns daheim in Ruhe unterhalten. Sicher hat unsere treue Verbündete auch großes Interesse an eurer Geschichte. Ja. Habe ich. Lena 2002 Lappen, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag dir. Und willkommen.
Mir geht's soweit gut. Und selbst? Ich hoffe, dir geht's ebenfalls gut. Schön, dass du reinschaust. Machen hier nämlich gerade so einen gemütlichen Viertelnachmittag. So in einer knappen Stunde kommt ein Kollege noch vorbei. Und ja. Und das ist bei mir, da geht's wie immer gut. Jo. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Meine bessere Hälfte ist leider auf Reisen. Er hockt gerade im warmen Italien. Bei 32 Grad, glaube ich. kenn das Spiel, sag mal, Schatz. Ah, also auch eine FF14-Spielerin. Bist du schon weit bei dem Spiel oder vor kurzem erst angefangen? Huch. Es ist an der Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen, Verrät. Ausnahmslos. Es war also dieser maskierte Mann, der euch die Klausel mit dem Kristall in den Kopf gesetzt hat. Die Zuschauerin. Ach so. Na gut, aber Zuschauen macht bei dem Spiel ja auch Spaß, denke ich. Ja, er tauchte eines Tages auf, als meine Freunde und ich über unsere Pläne sprachen. Er sagte, er würde sein Wissen mit Freunden, mit denen teilen, die nach Macht streben. Doch mehr weiß ich nicht über ihn. Er verschwand so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Er löste sich einfach in Rauch auf. Also wir sind noch relativ weit am Anfang, also mit dem Char. Ich habe einen, der ist im Endgame, das ist Level 90. Und mit dem hier sind wir relativ am Anfang. Weiß ja nicht, wie weit dein Freund schon gespielt hat und du ihm dabei zugesehen hast. Aber das hier ist ja, wir sagen einfach mal beim 10. % von dem Spiel vielleicht. Also wir sind noch ganz, ganz am Anfang mit dem Char. Und wie es scheint, ist dasselbe mit unseren Träumen geschehen. Dieser Kerl hat mit uns gespielt, nichts weiter. Wie konnte ich mir bloß einbilden, wir würden dieses Mal etwas ändern können? Firmigiten sind dazu verdammt, hier elendig hat dahin zu vegetieren. Billred, Alamigo ist unsere Heimat, aber sie ist nicht alles. Es gibt andere Wege und wir können sie frei beschreiten. Mein Schatz, was stimmt? Weiß ich nicht. Könnte sein. Wenn er bei mir öfter zuschaut, dann kann das durchaus möglich sein. Wie wir uns auch entscheiden, einfach wird es sicher nicht. Doch wähle das nächste Mal einen Pfad, auf dem du nicht auf die Hilfe einer Abenteurerin aus einem fremden Land angewiesen bist. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Dir geht mein Dank und meine aufrichtige Entschuldigung. Okay. Ja, gut, dann kenne ich ihn. Ja, tatsächlich. Dann kenne ich ihn. Er schaut ab und zu vorbei. Auch ich möchte dir danken, Abenteurerin. Gütige Seelen wie du sind es, die uns Hoffnung auf einen besseren Morgen geben. Wir stehen tief in deiner Schuld. Tut dir das, ja? Okay. Du, da ich hin. Du hast Großes geleistet, den kleinen Alamigo. Und wir werden dich in guter Erinnerung behalten, Abenteurerin. Doch ich fürchte, mehr wirst du auf deiner Suche nach dem maskierten Mann hier nicht herausfinden können. Der Abschied fällt mir nicht leicht, doch es ist wohl besser, wenn du deine Nachforschung an anderer Stelle fortsetzt. Beratschlage dich mit deinem Verbündeten und wisse, du wirst uns immer ein willkommener Gast sein. Lebe wohl, Abenteurerin. Ist neben mir und sagt, Leiches. Ah, okay. Ja, dann grüß ihn mal. Dann grüß ihn mal. Ja, ich bin live. Noch ein bisschen. Zumindest bis knapp 19 Uhr. Pi mal Daumen.
Wie gesagt, einer meiner Mods kommt auch gleich vorbei, dann spielen wir zusammen. Und ja, mal schauen. Mal schauen. Hier. No, kleiner Lala. Klein Lala, guck da mal wieder. Ich bin ganz sympathisch Menschen. Hybrid. Einer meiner Mods. Das Wölfchen. Wölfsche. Oh, nein, ich muss lesen. Willkommen zurück, Adaria. Wie ist es dir ergangen? Von Haribert habe ich gehört, dass deine Reise dich bis in die entlegensten Winkel von Tanelan geführt hat. Konntest du etwas über den Maskierten herausfinden? Und was genau ist dem kleinen Alamigo vorgefallen? Die armen, vom Schicksal gebeutelten jungen Migiten dazu anzustacheln, ihren Gott herbeizurufen, um ihren Elend zu entfliehen. Das ist pure Kriegstreiberei. Bislang war ich der Auffassung, dass die Unruhen in Eorzea eine Folge der siebten Katastrophe wären. Doch allmählich kommen mir Zweifel. Es scheint, als ob im Hintergrund jemand viel Mühe darauf verwendet, unsere Nation nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Wir sollten in dieser Sache am besten direkt weitere Nachforschungen anstellen. Neue Informationen zu dem Primé haben uns schließlich noch erreicht. Noch nicht erreicht, so. Du bist und bleibst eine echte Schinderin, Minfilia. Lass die arme Adaria doch mal etwas verschnaufen. Ich brauche keine Pause, alles gut. Wie bitte? Habe ich das laut gesagt? Ich hatte da, glaube ich, noch etwas Dringendes zu erledigen. Ja, genau. Ruh dich etwas aus, doch dann sollten wir keine Zeit verlieren und direkt das weitere Vorgehen besprechen. Alles klar. Was muss man Neues kaufen? Okay. Ja, gut. Wobei man kriegt ja recht preiswert. Hoffe ich, glaube ich, noch. Handys. Denke ich. Es sei denn, da sind die Preise auch schon wieder höher gegangen. Aber das, ja. War das ein recht altes Handy, oder? Wenn es recht neu war, dann scheiße. Wobei es ist in beiden Fällen scheiße. Ich glaube, mein Handy, also mein anderes Handy ist auch vor einem halben Jahr, glaube ich, in den Darm gegangen. Also ich musste mir dieses Jahr auch ein neues Handy holen. 12 Jahre, ja gut, 12. Nach 12 Jahren darf ein Handy auch mal abdanken. Denke ich. Ich hoffe, du konntest dich etwas erholen, Adaria. Wer weiß, wie viel dir die nächste Aufgabe abverlangen wird. Während du in Tanalan unterwegs warst, hat sich nämlich einiges getan. Die Informanten der Silphen haben uns berichtet, dass der Aschi in Labrea womöglich im Nordwald aktiv geworden ist. Zumindest soll dort ein maskierter Mann gesichtet worden sein, auf den unsere Beschreibung zutreffend scheint. Außerdem häufen sich in der Gegend in letzter Zeit mysteriöse Vorgänge, die denen in Klein Alamigo auffällig ähneln. Es würde mich schon sehr wundern, wenn da nicht unser Mann am Werk ist. Lass dir von Noraxia die Details erklären und begib dich dann umgehend ins Einsatzgebiet. Diese Halunke darf uns nicht noch einmal durch die Lappen gehen. Könntest du ja, wenn du dir eine Schar erstellst und spielst. Dann könntest du ja. Du, hallo Noraxia. Da ist die Laufende ja endlich. Die Meinige hat sich ganz doll angestrengt und viel, viele Informationen zusammengetragen,
die deinige sich anhören muss. Die meinige hat einen Freund, einen Laufenden, beim Aschenhauptkonsortium. Der Freundige hat der meinigen einen Tipp gegeben. Demnach hat ein Grabener namens Medroth einen gruseligen Maskigen gesehen. Der Maskige ist bestimmt der von der Deinigen gesuchten. Na los, worauf wartet die Deinige noch? Der Grabener arbeitet in Herbstgewisssee. Und wie er zog nach Herbstgewisssee. Jo, Medroth. Sehr versprochen. Also Story wird schwierig, dann noch zusammen zu spielen. Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Bei Inis kann ich dir dann auf jeden Fall helfen. Aber Story wird mittlerweile ein bisschen schwierig. Da bin ich jetzt, ist einiges weitergekommen. Auch wenn ich immer noch im ersten Addon hocke. Nee, oder? Lass mich bloß in Ruhe. Gönn einem Todgeweihten noch ein paar Augenblicke der Besinnung. Ist doch völlig klar, dass ich wie diese Frau verrecken werde. Okay. Ja, stimmt, ich kann jetzt PvP-Front machen. Du bist echt nett. Jetzt, wo du es sagst, eigentlich hat diese finstere Gestalt überhaupt keinen Grund, mich umzubringen. Aber trotzdem, ich werde diesen grausigen Anblick so schnell nicht vergessen. Ich erinnere mich noch genau. Es war, als die Glocke zum Ende der Schicht läutete. Ich war auf dem Weg zum schwimmenden Korken, als ich diese gruselige Gestalt im Wald sah. Ganz in Schwarzen, das Gesicht unter einer großen Kapuze verbogen. Im Schlepptau hatte sie ein widerliches Monster, das aus nichts als Augen und Zähnen zu bestehen schien. Abgestoßen und neugierig zugleich, schlich ich mich so nah ran, wie mich meine zitternden Beine trugen. Dann sah ich ihn, den auf grausamste Weise entstellten Leichnam einer Frau. Überall Blut und Gedärme. Sowas willst du nie sehen. Glaub mir. Mir ist das Herz bis in die Stiefelkuppen gerutscht. Mir war sofort klar, diese Gestalt in der Robe, das Gesicht hinter einer Maske verborgen, konnte nur ein Engel des Todes sein, der gekommen war, um die Seele der Frau zu beanspruchen. Was? Genau jene maskierte Gestalt suchst du? Bist du lebensmüde? Naja, jedenfalls kann ich dir versichern, dass du dann in Herbstkürbissee gut aufgehoben bist. Hier häufen sich in letzter Zeit nämlich lebensbedrohliche Vorfälle. Wenn die dich interessieren, hast du die richtige gefunden. Wir Bergleute sind schließlich spezialisiert für Klatsch, Tratsch und Legenden. Besten in Gesellschaft eines kühlen Feierabendbieres. Wo war? Wenn es uns das Geheule von Medroth erspart, erzähle ich dir gern alles, was ich weiß. Hey, charmant wie eh und je, was? Na, jedenfalls habt ihr mich überzeugt. Lasst uns dieser freundlichen Abenteurerin bei ihrer Suche helfen. Och, Leute. Jetzt gleich weiter. So. Aideen. Quest Level 28. Nice. Du bist also an mysteriösen Vorfällen interessiert, hm? Dann spitz mal deine Ohren. Dass man hier in den Bergen über eine Leiche stolpert, gehört mittlerweile leider fast zur Tagesordnung. Und all den Opfern ist eines gemeinsam. Ihre Gesichter sind bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Als Übertäter kommen daher eigentlich nur Cis in Frage. So mutmaßen jedenfalls die meisten hier. Wir sollten diese Theorie überprüfen, findest du nicht? Dann wissen wir, ob dein maskierter Mann eventuell in die Vorfälle verwickelt ist oder nicht. Mach ein paar Cis den Gar aus und schau, ob du auch irgendwelche Beweise, ob du auf irgendwelche Beweise stößt. Vornehmlich in ihren Mägen, klar?
Ja, schätze ich bitte für mich nichts. Dann teilt ihr halt die Pizza. Wobei ich muss sagen, wir bestellen immer mindestens zwei. Weil ich der Pizza gehört. Ja. Ja, Dufte, hast du. Was gibt's denn dann für eine Pizza? Oder beziehungsweise was bestellt sich deine Freundin für eine? Ich gehe in die ich gehe in die richtige Richtung. Pizza Hawaii. Pizza Hawaii ist lecker. Aber das Thema hatten wir schon öfter. Pizza Hawaii ist geil. Okay. Jo, ich soll Zis töten. Kriegen wir hin. Wie viele? Drei. Drei Zis. Schokobo. Wie sieht's aus? Oh, ich habe gut Punkte gemacht. Das ist nice. Nein. Wie sieht's beim Mitstreiter aus? Okay, noch kein Level up wieder. Bei Pizza komme ich auf ein Goodie hervor wie ein Ninja Turtle. Ja, ich merke das schon, Dufte. Jedes Mal, bei jedem Stream jetzt in den letzten Tagen, wenn irgendwie von Pizza die Rede war, bist du plötzlich einfach aufgetaucht. Ich weiß, wie ich dich aus dem Lurk hole. Das ist geil. Jetzt ich hab's endlich herausgefunden, Dufte. Wir reden einfach über Pizza. Quatsch, alles gut. Ich lurke hier auf die bei anderen, also alles gut. Pizza scharf ist mega. Da bekomme ich und schreibe ein glückliches Gefühl, wie wenn ich ein. Oh Mann, also scharfen Pizza kann ich nicht essen. Es gibt nur eine Frucht, die auf eine Pizza gehört, und das ist Tomate. Das stimmt. Das stimmt. Jemand, der weiß, dass das eine Frucht ist. Aber Hawaii ist trotzdem lecker auf einer Pizza. Also für mich sind es zwei Früchte. Ich liebe tatsächlich einfach Hawaii. Vor allem die in Kombination mit Schinken. Es ist einfach so geil. Wenn ich heute Abend nicht gebratene Nudeln essen würde, würde ich mir einfach eine Pizza Margherita belegen. Oder ich mache einfach... Ah nee, morgen habe ich nicht so viel Zeit. Okay, nee, ich mache morgen die Pizza Margherita und belege sie mir. Morgen habe ich ja nicht ganz so viel Zeit. Da gibt es ja zum Mittag dann wahrscheinlich Fingerfood. Aber wo wir gerade beim Essen sind. Ich habe heute das allererste Mal in meinem Leben vegane Fischstäbchen gegessen. Weil frisches aus Versehen. Ich hatte ihm eigentlich normale Fischstäbchen aufgeschrieben. Weil ich mal wieder so einen Bock drauf hatte. Genauso wie Schnitzel. Und er hat aus Versehen, er hat halt nicht drauf geachtet. Der hat halt vegane Schnitzel und vegane Fischstäbchen geholt. Und ich muss sagen, die veganen Fischstäbchen waren sogar ganz lecker. Das sind für mich nur keine Fischstäbchen. Man kann sie eher als Salzstäbchen bezeichnen, aber keine Fischstäbchen. Egal, ob da Farm drauf steht oder nicht. Ich frage mich halt einfach nur, warum denkt man sich denn für diese Fischstäbchen keinen normalen Namen oder keinen anderen Namen aus, sondern nennt sie Fischstäbchen, wenn kein Fisch drin ist. Das ist halt... Ich meine, bei Schnitzel ist das ja doch das eine. Ach, bei Fischstäbchen ohne Fisch? Das war halt rein aus Soja, aber trotzdem. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich vegane Fischstäbchen gegessen habe. Aber wie gesagt, die waren gar nicht mal so schlecht. Ich bin ja eigentlich nicht... Also, mir ist es egal, aber ich esse ja eigentlich nicht vegan. Auf die mir an, die gibt bei mir sehr schnell bei Ananas. Ja gut, das stimmt. Also zu viel Ananas darf natürlich auch nicht drauf sein. Zu viel Ananas sollte auch nicht drauf sein. Entscheiden, welche Pizza ich bekomme, aber bitte keine Pizza haben. wenn du Hähnchen und Curry magst, dann Hähnchen Curry. Ist, glaube ich, in den meisten Läden Pizza India. Die ist richtig geil. Lol, da dürfte eigentlich nicht Fisch im Namen haben dürfen. Ja, das ist... Genau, das ist halt das, was mich triggert, Dufte. Das ist das, was mich triggert.
Vegane Fischstäbchen. Steht auf der Verpackung drauf. Es sind keine Fischstäbchen, weil kein Fisch drin ist. Ich habe mir... Aber ohne Witz, ich habe mir einfach nur die... Komplett alles drin durchgelesen, was da steht. Also künstlicher geht es gar nicht mehr. Also ich habe fast das Gefühl, das ist deutlich ungesünder als normale Fischstäbchen. Was da alles an Zusatzstoff drin ist, das ist ja schlimm. Die Liste hat gar kein Ende mehr genommen. Also es waren halt so... Warum nicht Sojastäbchen? Sojastäbchen. Aber keine Fischstäbchen. Wie lange streamst du? Bis 19 Uhr. Heute bis 19 Uhr. Sägemehl mit Panade wäre passend. Also wie gesagt, das war gar nicht mal so schlecht. Wie das Schnitzel schmeckt, weiß ich noch nicht. Ich traue mich auch an, ohne Witz, an das Schnitzel traue ich mich gar nicht ran. An die Fischstäbchen dachte ich, gut, okay, zum Salat passt es. Aber gut. Du solltest bei uns ein bisschen auf die auf Groß- und Kleinschreibung achten. Bitte nicht in Caps schreiben. Das wäre ganz lieb von dir. Aber ja. Die Panade war ein bisschen seltsam. Also es war sehr, sehr salzig. Also wirklich sehr salzig. Aber sie sollten es nicht Fischstäbchen nennen. Gibt es und esse ich auch sowas. Jetzt hier bestellt mit extra Radapenos. Okay, die Radapenos sind jetzt nicht ganz normal. Wobei, es kommt drauf an, manche sind ganz gut. Wenn sie nicht ganz so scharf sind. Gibt ja auch Radapenos, die dir nicht gleich das ganze Innenleben deines Mundes wegbrennen. Ich liebe Jalapenos. Also wir haben jetzt, also es sind keine Jalapenos, es sind halt ganz normale Chilis. Ich glaube Paprika-Chili nennt die sich. Im Garten angepflanzt. Als sie grün war, war sie noch in Ordnung. Jetzt ist sie, also sie ist vollständig reif. Also reifer geht's nicht mehr. Frisches hat die in die Soße gepackt. Es war so ein kleines Stückchen, also wirklich ein ganz kleines Ministückchen. Er hat es mir zum Probieren gegeben. Alter. Es hat alles gebrannt. Wirklich alles. Er ist dann nur schnell hoch, hat mir ein Glas Milch gegeben. Ich habe einfach gleich die ganze Packung getrunken. Alter, war das scharf. Alter. Ich schreibe gerade mit Hybrid. Bezüglich des Streams gleich. Huch, so. Deftig, aber nicht, darf nicht sein. Aber der Geschmack ist geil. Ja, also wie gesagt, teilweise geht es. Wir hatten jetzt auch neulich eine Pizza, da hat er mir zwei Stücke von mitgebracht. Da ging's. Da ging die Jalapeno. Da konnte ich das wunderbar mitessen. Aber manche sind so unglaublich scharf. Alter. Das vertrage ich auch gar nicht. Das geht ja komplett sofort bei mir auf den Magen. Der Diamant bedeutet, dass du VIP oder dass das dufte VIP ist. Und dass du auch VIP bist. Mehr bedeutet das eigentlich nicht. Einfach nur ein VIP-Status. Verdammt irre Person heißt das, ja. Verdammt irre, super dufte Samtpfote bedeutet das. So, ich sollte das mal weiterlesen, ne?
Du hast das Spiel. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich gerne möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Danke nochmal für die 50 Bits. Und der ist doch in einem Stück vor mir. Hut ab. Anton, du hast etwas. Echt was auf dem Kasten. Und? Bist du auf Hinweise gestoßen? Da ist der Wolf wieder. Juhu! Verdient weiß ich nicht, aber er hat es eingelöst. Er hat 10.000 Punkte gesammelt. Ich glaube, es ist verdient. Alle meine, alle, eigentlich meine komplette Community hat es verdient. Leider habe ich nicht so viele VIP-Plätze. Sonst wären es eindeutig mehrere wahrscheinlich. Bist du nicht? Hm? Also gut, dann ist an der Theorie mit den Cysts wohl nichts dran. Was uns direkt zu diesem maskierten Typen und seinem gruseligen Monstergefährten führt. Yay! Smile! Ja, nehme ich den Rotz hier noch kurz an. Was die Mordfälle hier um, um Herbstkürbissee betrifft, gibt es noch eine weitere Auffälligkeit. Die Opfer waren nämlich allesamt junge Frauen. Und deren rastlose Seelen sollen sich in einem Felsen südwestlich unseres Dorfes verkrochen haben, aus dem nachts ein schrilles Klagen ertönt. Puh, ganz schön gruselig, was? Zu einem Überfluss soll das Gestein sogar noch gespenstisch leuchten, haben einige der Bergleute zu berichtet. Ich finde, wir, beziehungsweise du, sollten der Sache mal auf den Grund gehen. Ich leihe dir einen meiner Sprengstoffröhren. Damit kannst du etwas Gestein von dem Felsen absprengen. Pass aber auf, dass du den nötigen Sicherheitsabstand einhältst, verstanden? Wir wollen ja nicht, dass du von einem Stein erschlagen wirst und in den schaurigen Klagereigen einstimmst. Nee. Ich werde meinen Esel weiter leveln. Mach das Dufte. Viel Spaß dabei. Hallo, Iron. Bist du zu mir? Ja, das, ist die ihm geholfen wegen seinem. Ich möchte das nicht erwähnen, weil er mich nicht schwingen möchte. Okay. Ja, aber ist doch schön, wenn man ihm helfen konnte. Denke ich. Iron, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ich hoffe, du hast fertig gerollt. Oh, so. Alter. Voll, das ist... Oh Gott, schön. Es gibt ja etwas, was du wissen solltest. Ich habe es bislang für mich behalten, weil ich Metros Wahnvorstellungen nicht noch mehr Nährboden geben wollte. Aber auch ich habe diesen geflügelten Augapfel gesehen. Ich weiß nicht, ob es bloß Zufall war, aber meine Begegnung mit der Bestie trug sich etwa zur selben Zeit wie die von Metro zu. Ich war gerade auf dem Heimweg nach Herbstkürbissee, als sich ein Schatten über mich legte. Als ich nach oben schaute, blickte ich direkt in ein gigantisches Auge. Ich schrie vor Schreck auf und rannte so schnell ich konnte in die Sicherheit der Siedlung, ohne mich auch nur einmal umzudrehen. Falls du der Sache auf den Grund gehen möchtest, die Begegnung ereignete sich in der felsigen Gegend westlich von hier. Nice. Erklärung. Ach, und ich koche seit 12. No. Aber du kannst doch nicht krank sein. Ich schließe mich da halt an, das geht nicht. Ein Fuchs kann nicht krank sein. Vor allem nicht du. Aber dann wünsche ich dir gute Besserung. Und auch deswegen... Noch immer von euch. Es freut mich, dass er von uns erzählt. Und über Nacht habe ich Fallout 76 installiert. Ich mache Weißkohl-Eintopf mit Kartoffeln und Rindfleisch. Lecker. Und hast du das Spiel auch schon angefangen oder noch nicht?
Bin immer selbst schuld. Was fahre ich mit dem Rad auch im Starkregen nach Hause? Oh, Iron. Warum? Warum tust du sowas? Also ich weiß, dass du verrückt bist. Aber warum tust du so etwas? Warum? Bist du lebensmüde? Nimmst du einen Ranrutsch? Kann nicht mehr kosten. Oh. Oh. Ich will auch. Aber ich mach mir nachher gebratene Nudeln. Das wird auch lecker. Gebratene Hühn. Gebratene Hühn. Nice. Mit Ei? Natürlich mit Ei. Also, wenn ich da kein Ei reinmache. Ohne Witz, ich mache immer Bratnudeln mit Ei. Anders geht das gar nicht. Wir gehen jetzt mal die Pizza holen. Das meldet sich dann vielleicht, wenn du noch live bist. Wie gesagt, bis 19 Uhr bin ich noch live. Ich mach da doch... Da muss Ei rein. Also ohne Ei... Auf mit Döner? Na, auf mit Döner nicht. Döner ist Döner. Oh, bring mich zur Verzweiflung. In meinem Braten und dann mache ich tatsächlich meistens so Hühnerstreifen oder Schinkenstreifen oder sowas rein. Und Ei. Meistens, wenn ich Lauchzwiebeln habe, auch Lauchzwiebeln. Muss ich gucken, ob im Garten noch welche sind. Dann ganz viele Kräuter aus dem eigenen Garten. Nein, damit meine ich nicht das zum Rauchen, falls da jetzt welche ankommen. Jetzt muss ich dahin. Guckt mir Dicky noch. Nee, Dicky geht. Man kann es doch essen. Ja, ich weiß, dass man es auch essen kann. Das weiß ich, deswegen habe ich das ja gerade gesagt. Gibt da auch so leckere Kekse. Da macht man das gern mal rein. Lena, danke für dein Follow. Wir sind immer einzigartig, das stimmt. Und herzlich willkommen bei den Sampfoten. Habe ich alles? Habe ich alles. Wunderbar. Wenn man nicht mehr findet, dann kann ich reinkommen, wenn wir spielen. Alles klar. Lieb von euch. Sehr lieb von euch. Dann hoffe ich, dass deiner Freundin die Follow-Emotes gefallen. Ja, danke schön. Hybrid, wie lange brauchst du noch? Damit ich ungefähr einplanen kann, wie lange ich hier noch rumdingseln kann. Ich kann ansonsten auch schon mal umloggen gleich. Könnt ihr auf meiner Insel nochmal vorbeischauen. Das Wehklagen ermordeter Mädchen. Gespenstisches Leuchten. Dein ganzes Dorf in Angst und Schrecken. Doch ein furchtloser Abenteurer zog aus der... zog aus, das Rätsel des Schauerfelsens zu lösen. Ja. Na, dann lass mich das Gestein mal begutachten. Voll verlegter Platz. Okay. Passt. Vielleicht kriege ich da die eine Indie noch mit reingequetscht. Pi mein Daumen. Aber geht klar, geht klar. Ist dir nicht zu fassen. Der Felsen ist ein denaturierter Kristall. Seine Oberfläche ist Bitte was? Warte mal. Ich muss kurz.
Petrifiziert. So. Darum ist dir niemandem aufgefallen. Ein Blitzkristall, um genau zu sein. Deshalb auch das Leuchten und Grollen, das die Leute für das Wimmern der Opfer, ich hab da ein Haar, Opfer gehalten haben. Der ganze Truhe wegen eines wertlosen Stücks Kristalls. Nun, mit deinem maskierten Mann scheint dieser Vorfall jedenfalls nichts zu tun zu haben. Tut mir leid, dass du die Mühen umsonst gemacht hast. Ja, Mensch, das kenne ich gar nicht anders. Wir ziehen, also wenn es von Sicherheit kommt, hätte es auch einfach versteinert sagen können. Ich meine, ja, es ging um was Versteinertes. Aber ich glaube, es klingt besser, wenn man Fachbegriff benutzt, den kein Schwein kennt. Es ging halt um einen Kristall, der in einem Stein fest hing, drin hockt. Und leuchtet. Um was versteinert das die Sache? Eine riesige Terrormilbe ist erschienen und du hast ihr den Gar ausgemacht? Nein, überhaupt nicht. Das ist beeindruckend. Dieses Biest hat uns schon lange im Atem gehalten. Ob du es beabsichtigt hast oder nicht, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Dafür gebührt dir mein Dank. Talativa, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier bei den Sanftpfoten. Machst du bei uns bequem. Doch frage ich mich nun, ob ich die geflügelte Kreatur wirklich gesehen habe oder ob am Ende alles bloß Einbildung war. Ja, wer weiß. Hallöchen, wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Mittwoch. Siehst du, und heute klappt das Lotrocat. Lotrocat hat dich heute wieder lieb. Wollte doch sagen. Ich glaube, das letzte Mal hatte Lotrocat einfach nur einen schlechten Tag. Ich glaube, da war es Mucks. So gewöhnlich, wenn die Nase juckt, heißt es, es gibt Geld. Ich weiß, ich wiederhole das immer wieder. Oh. Sonst hätte ich das Ding heute aber auch echt verprügelt. Oh. Ja, glaube ich dir aber. Hättest du auch allen Grund zu gehabt. Oder eine drauf. Iron, stehst du vor der Tür? Ansonsten wüsste ich nicht, wer mir einen auf die Nase verpassen könnte. Frisches ist ja nicht da. Meine bessere Hälfte lungert ja immer noch im warmen Italien. Von dem ich auch nichts mehr höre. Was auch überhaupt nicht unheimlich ist, wenn man nichts mehr von jemandem hört. Seit 12 Uhr? Nee, seit irgendwann heute Morgen, glaube ich, oder heute Nacht. Wahrscheinlich liegt er irgendwo am Strand. Ja, seit 7 Uhr. Wobei, ich glaube, mit Strand ist da nichts. Da ist, glaube ich, nur Nebel. Wenn ich die Bilder richtig deute, die ich zuletzt gekriegt habe. Nun, weil ich Schuhe wieder ausziehe, wenn ich sowas machen würde. Nein, du doch nicht, Iron. Nein, wie kommen wir denn da drauf? Es gibt nicht vielen, denen ich das zutrauen würde. Dir schon. Macht das, was ich auch gerne machen würde. Am Stand sitzt uns auf. Also ich glaube, da enttäuscht er dich dieses Mal. Ich glaube, er hat am Montag hat er, glaube ich, nichts getrunken. Zumindest nicht viel. Und gestern war er auch verdammt früh im Bett. Und hat, glaube ich, auch nichts getrunken. Also ich glaube, das wird ein sehr alkoholfreies Italien besuchen. Gut, liegt aber auch daran, dass er immer zum Hotel nochmal 200 Kilometer zurückfahren darf. Weil das ist das Geile. Ich glaube, das Hotel ist direkt am Rand von Österreich und da, wo er nach Italien hin muss, muss er dann immer 200 Kilometer nach Italien reinfahren. Ungefähr. Ja, das ja. Passt. Der ist nicht begeistert. Vielleicht ist er auch schon stockbesoffen vom Wein. Er trinkt kein Wein, wenn er vom Bier. Ich glaube, Wein würde er mir höchstens... Oh, ich hoffe, er bringt mir Wein mit. Ich würde so gerne mal richtig italienischen Wein trinken.
Nee, Wein kann er tatsächlich nicht trinken wegen Sodbrennen. Saufen. Hey! Ich darf das. Ich bin allein und gefrustet, ja. Bin so alleine, dass selbst das Alleinsein verdammt schwierig ist. Ich laufe immer im Kreis, heulend. Nein, tue ich nicht, aber es ist nicht einfach. Eine gute Vino aus Italien. Kenn ich doch da, wenn du da keinen trinkst. Ja. Ja, aber ich glaube, er wird tatsächlich keinen trinken. Höchstens vielleicht probieren. Aber dann, ganz ehrlich, wenn er Wein trinkt, dann kann er sich gleich aufs Klo setzen, glaube ich. Oder zumindest seine Magentabletten reinschmeißen. Der leidet dann irgendwann. Bin ich alleine und gefrustet. Von Erkältung. Und sauf nicht. Also ich sag mal so, ich habe glaube ich noch, warte, wie viel? Eine habe ich. Ich glaube, 4 Flaschen Wein habe ich noch. Das eine davon ist allerdings ein Likörwein. Vielleicht sollte ich meinen Kraken rum anstarren. Der Kraken rum. Der Kraken rum, der ist geil. Der ist echt lecker. So, ich lese gleich weiter. Immer noch keine neuen Erkenntnisse in dieser Mordserie. Niemand kann sicher sein, wen es als nächstes trifft. Wie soll man da nachts noch ein Auge zumachen können? Also ich bin, sagen wir es mal so, ich bin so allein, dass ich heute sogar einen Filmabend mache. Ich war erst am Überlegen, ob ich mit euch eine Watchparty mache, dann dachte ich, nein, dann müsste ich im Stuhl sitzen. Das ist ein bisschen ungemütlich auf Dauer, am Schreibtisch einen Film zu gucken. Du siehst doch aus, als hättest du schon länger nicht mehr ausgeschlafen. Ivo? Wie kommt's? Normalerweise bist du doch die Ruhe selbst. Dieses Monster hat mir in der Tat einige schlaflose Nächte bereitet in letzter Zeit. Doch mittlerweile bin ich mir absolut sicher, Freunde. Was ich da draußen sah, war keine große Terrormilbe, sondern dieses schwebende Auge. Aber wie soll das denn funktionieren, Evie? Wir haben das Monster fast zur selben Zeit gesehen, nur an ganz anderen Orten. Die Entfernung ist viel zu groß, als dass es mal eben von mir zu dir herübergeflattert sein könnte. Außerdem hat diese freundliche Abenteurerin doch extra nachgesehen und nichts außer einer riesigen Terrormilbe gefunden. Und dennoch, ich bin felsenfest davon überzeugt, einen gigantischen Augapfel mit Flügeln über mir gesehen zu haben. Bei meiner Ehre als Bergmann, ich würde sogar meine Portion Feenapfelstrudel heute darauf verwetten. Man hört den Chat eine Bierdose zischen. Wer säuft denn am helllichten Tag mit großen Augen im Chat umschauen und noch völlig einen Schluck nehmen? Hast du dir jetzt ernsthaft die Bierdose geöffnet? Wenn ja, dann ist das unfair. Dann muss es dir wahrlich ernst sein. Naja, wir wissen nicht sicher, wie viele dieser geflügelten Augäpfel es gibt. Mir ist gut möglich, dass Evie Bekanntschaft mit einem ganz anderen gemacht hat als du. Hab leider keinen mehr da. Du kannst dir hier noch schnell eins holen. Moment mal, das würde ja bedeuten, dass an den Felsen westlich von hier auch ein Leichnam liegt. Könnte sein. Alle gucken mich an. Ich finde, wir sollten das Problem einer Spezialistin überlassen. Meint ihr nicht? Sowas ist nichts für einfache Bergleute wie uns. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Medrot. War schön, dich kennengelernt zu haben, Abenteurerin. Natürlich bin ich an der Wahrheit interessiert, aber man soll seine Nase schließlich nicht in alle Angelegenheiten stecken. Stimmt's? So etwas ist bei einer erfahrenen Abenteurerin wie dir viel besser aufgehoben. Wenn du etwas herausfindest, solltest du dich mit der Bruderschaft der Morgenviper hier in Herbstkürbissee in Verbindung setzen. Die sind schließlich auch mit der Untersuchung der Vorfälle beschäftigt.
Wir schnappen die Gerüchte bestimmt mal auf und werden sie genüsslich zu einem Bier in der Taverne zerkauen. Viel Glück, meine Liebe. Ich will mich nicht nochmal anziehen. Draußen ist es nass und kalt. Ich sitze schon in Zuckerklamotten in der Küche. Ja. Wie stellen wir das jetzt gerade vor? Kleine Wölfchen am Bibbern. No. Knudeln. Nun, Herbert, ich rieche auch was. Ganz unauffällig, weil ich gerade um wieder verschließe und das Regal zurückstelle. Boah, Rum hätte ich ohne Witz auch mal wieder Bock. Ich habe so lange keinen Rum mehr getrunken. Boah, hätte ich auch echt mal wieder Bock drauf. Ja, in der Wohnung ist warm. Ja, trotzdem. Draußen war es kalt. Draußen hast du bestimmt gefroren. Armes kleines Wölfchen. Draußen in der eisigen Kälte. Einsam und alleine. Wandert das Wölfchen von dannen. Entschuldigung. Bevor ihr fragt, ja, mir geht's gut. Wieso? Oh, eine Bullfolge. Ja. Oh, auf das Lied hätte ich jetzt auch Bock. Bin ich in Sauflaune? Nein, gar nicht. Ich hab nur schnöde Sprite neben mir. Kurzhose und Hoodies, Standard bei solchem Wetter sind die angenehme 22 Grad zu kriegen. Alter, bei dir ist es wärmer als bei uns. Ich glaube, wir haben 15, 16 Grad. Wenn nicht sogar noch weniger. Ich habe nicht aufs Thermometer geguckt, bevor ich runtergegangen bin. Es ist auf jeden Fall verflucht kalt. Wenn du irgendwas mit der Bruderschaft zu besprechen hast, schenke ich dir gern Gehör. Was kann ich für dich tun? Das da. Verstehe, du bist auf deiner Suche nach diesem Maskierten auf die Leiche gestoßen, hm? Die Ärmste, wer tut so etwas nur? Und sie ist leider nicht die Einzige. Auch im tiefen Wald ist man auf ähnlich zugerichtete Frauen gestoßen. Zu deinem maskierten Mann weiß ich dir leider nichts zu berichten. Aber diese geflügelten Augäpfel sind dieser Tage im Finsterwald keine Seltenheit. Wir glauben, dass sie die Leichen transportieren. Bei den Opfern handelt es sich ausnahmslos um junge Frauen. Das wissen wir. Doch wegen der entstellten Gesichter ist uns bisher noch bei keiner einer Identifikation gelungen. Daher tappen wir weiterhin im Dunkeln. Dieser Knopf, die weiße Lilie, die ihn ziert, sah ich auch bei einer anderen Leiche. Das Muster war mir neu, deshalb hat es sich so gut eingeprägt. Ja, ich bin mir ganz sicher. Oh, was denn? Es könnte das Wappen einer Gruppierung oder gar einer Familie sein. Das ist der Anhaltspunkt, nach dem wir so lange gesucht haben, meine Güte. Das könnte der Durchbruch sein. Yay! Ich logge mich trotzdem gleich mal um, dann kann ich noch ein bisschen auf der Insel farmen. Ich habe jetzt nämlich endlich Inselstufe 9. Habe ich heute noch hingekriegt. Den Lilienkopf möchte ich gerne dir überlassen, Abenteurerin. Ich glaube nämlich, dass er dich auf deiner Suche nach dem Maskierten weiterbringen könnte. So flüsterte es jedenfalls der Wald. Der Knopf ist ein wichtiges Beweisstück, das ich unter normalen Umständen nicht herausgeben würde. Aber du hast ihn dir durch deine Aufklärungsarbeit bei dem Vorfall im Herbstkürbissee mehr als verdient. Ich schlage dir vor, als erstes Mijun in ihrem Hexenstübchen aufzusuchen. Vielleicht kann man dir in der Abenteuergilde Auskunft zum Wappen des Knopfes geben. Und nun gehabe dich wohl, Abenteurerin. Schau mal, was ich hier habe. Ja, mein Glas wird schon schön. Oh Mann.